Alles wie arm, leid du fährst. Alles wie es sein sollt, leid du fährst. Der Weilang ist ein Wuchtemütztaler Dialekt und heißt so viel wie Sehnsucht oder Heimweh. Und ist schon der Titel unserer neuen CD, den wir gemeinsam mit dem Mundartlyriker Hans Heid aufgenommen haben. Das Ganze im Ötztaler Dialekt, der ja genauso wie der Schaftrieb über die Jöcher immaterielles Kulturerbe der UNESCO Österreich ist. Jedes Jahr werden mehrere tausend Schaf über die Jöcher von Süden, Südtirol her, ins Ötztal getrieben. Und das Ganze nennt man, weil es über weite Strecken geht, Transhumanz. In dieser Form im Ötztal speziell, weil es auch noch über Gletscher geht, seine Rarität. Und für das Ganze haben wir, weil es lebendig ist, weil es so alt ist und weil es eine interessante Tradition ist, haben wir dafür ein immaterielles, kulturelles Erbe bekämen. Genauso wie für den Ötztaler Dialekt, als älteste Sprache Österreichs. Es war unser Ziel, die Sprachmelodie bzw. den Klang vom Ötztaler Dialekt festzuhalten und hörbar zu machen. Wir haben im Studio überlieferte, traditionelle Lieder aus dem Ötztal, eigene Lieder und Gedichte vom Hans mit unserer Band Tirol eingespielt. Das Ganze live und analog auf eine alte Bandmaschine und dadurch hat es natürlich einen ganz eigenen Charme und Charakter bekommen. Und der Hans liest seine Mundartlyrik dazu. Muss ich bald wieder weg, nehm der Ohe durchaus, denk ich zurück voll Freude an mein Raufle, mein Haus. Denk ich zurück voll Freude an mein Raufle, mein Haus. Ötztaler Dialekt geht ungefähr 900 Jahre zurück. Also es ist gleichzeitig der älteste Dialekt Österreichs, die älteste Sprache Österreichs und ist lebendig und muss lebendig bleiben. Wir haben für das ja das UNESCO-Erbe bekommen und das ist die Garantie dafür, dass man das einerseits pflegt, andererseits auch mit Literatur, mit Poesie ergänzt, mit Singen. Das muss alles zusammen. Das gehört zur Kultur, das ötzt alles dazu. Es muss lebendiger Bestandteil sein und alles so. Der Hans und ich, wir kennen ihn schon länger. Wir haben uns bei der einen oder anderen Veranstaltung immer wieder getroffen bzw. auch schon gemeinsam Konzerte gespielt. Und so ist auch die Idee zu dieser CD entstanden. Der Hans liest seine Mundartgedichte, wir spielen unsere Liedlen und außerdem ist gewissermaßen eine Ehrdarbietung an den Ötztaler Kulturerbe-Dialekt, das Ganze zu verstehen als Momentaufnahme und Zeitdokument. Tage, zwei Tage, drei Tage, ein Dutzend Tage, paar Tage, paar helllichten Tage mit dir, mit dir in der Nacht, mit dir in der stockdunklen Nacht, mit dir in der stockdunklen, blutdunklen Nacht. Bis getogen, alle anderen Tage, alle Dutzend weisen Tage, im Bitte, in roten Bitte, in roten Braten Bitte, in roten Braten der Druckkarten Bitte, mit ihm. Ja, natürlich, ich schreibe meine Lyrik, also meine Gedichte schreibe ich fast alle im Dialekt. Es gehört zu den Lösungen und es hat man etwas gemacht, etwas ganz Neues.
Ein paar Dialektgedichte sind jetzt in einer neuartigen, modernen Art von jungen Leuten vertont. Und jetzt bekommen ganz neue Schichten, ganz neue Interessenten. Auf jeden Fall, das muss man sich anlösen. Das ist, das müssen wir jetzt glauben. Und dann sage ich dazu, Salvel. Inzwischen hat man die Lieder von dieser CD überall auf der Welt schon hunderte Male im Radio gespielt. Zum Beispiel in Brasilien, Ecuador, Mexiko, USA, Indonesien, China, Südkorea, Deutschland und auch Österreich. Und das gefreut uns natürlich sackisch, weil sich's wieder bewahrheitet. Musik ist die Sprache des Herzens und wird überall auf der Welt verstanden. Der Weilong, die Kulturerbe-CD aus dem Ötztal von Marlon Prantl und Tirol mit Hans Heid. Schuhe, Spätteln, Feinstallen, Lauterle, Stein, Trocht und Legen, bloß Musik spielen, Angst auf der Jule. Als CD und Download.